Ah, super, wieder ein bisschen zu lange gewartet mit der Aufnahme. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Let's play Clash of Clans mit mir dem Thorsten. Ihr seht es im Hintergrund. Für das Clash of Clans World Championship könnt ihr mit guthaben.de auch nochmal zwei Tickets gewinnen. Und ich glaube, das kommt nicht nochmal. Das kam jetzt heute irgendwie so am Tage äh, während des normalen Clashens hier. Deswegen heißt die Folge auch Normales Clash of Clans, Fragezeichen. Ja, gibt es eigentlich noch das Normale neben der Liga hier? bei mir im Moment auf dem Kanal eher weniger, aber ich habe mich heute mal dazu durchgedrungen, auf dem Rathaus 8 hier zu springen, auf dem 2 Socken. Und ihr seht das, ich bin eigentlich gut dabei, hier das ganze Ding na, Richtung Max zu leveln. Ähm, aber ich habe hier so ein bisschen äh, Elex-Sorgen. Mein Elex läuft schon seit Wochen über hier. Ich habe zwischendurch, glaube ich, den Blitzzauber gemacht oder irgendwie sowas habe ich, glaube ich, gemacht. Blitz oder oder den Wutzauber. Und jetzt kommen erstmal ein bisschen die dunklen Truppen nach. Also erstmal der Golem und dann auch die Walküre Dann sind wir hier auch so ziemlich durch mit den dunklen Truppen zumindest. Aber ich wollte heute mal so ein bisschen was Witziges machen auch. Also ein neues Spiel hier machen. Ich verballere jetzt eben mal die Armee hier. Ich weiß, ich habe... Oh doch, ich habe was in der Klamburg. kaum zu glauben. Ich habe einen Päcker in der Klamburg. Hurra. Hätte ich gar nicht mal so gedacht. Habe ich gar nicht mal dran gedacht, denn meine Clanburg hier bei dem Rathaus 8, die stelle ich einfach auf Schlafen. Und dann können wir die 487.231 hier irgendwie mitnehmen. Irgendwie könnten wir die mitnehmen und ähm, verbräuchte da, da jetzt wirklich mein Packer für. Der hat ja so weit wie ich das sehe, nicht wirklich Clanburg, glaube ich mal. Mal gucken, wo wir hier mit unseren Mauerbrecher reinkommen. Damit wir hier die restlichen Hoggies setzen können. Ja, ich fahre ich, ich fahr mich hier mit Dunklem. In der Tat, ich fahre mich hier wirklich ganz hart mit, mit dem Dunklen. Denn ähm, ich habe ich hab einfach genug. So, so muss ich das mal sagen. Ich habe einfach genug. Kleines Luxusproblem hier auf dem Achter. Ähm, und so kannst du hier so ein bisschen üben, auch wenn das so ein bisschen an der Maus geklickt ist. Aber wo ist denn hier der Flächenschaden? Es gibt keinen. Okay, es gibt kaum hier. Kaum einen Flächenschaden. Dann können wir hier oben mal Mit dem Stück anfangen und dann können wir uns den Packer ein bisschen sparen. Hier unten die Bauhütte nehmen wir mal mit. Die gehen dann auch nach außen und dann war es das hier schon. Eigentlich reichen mir zwei Heilzauber hier, also abgefarmte Base hier oder noch nicht wieder betretene Base. Und so können wir das machen. Ich habe jetzt gleich noch mal zwei andere Armeen für euch am Start. Einfach mal so zum Testen, was so geht, denn auch der Pass hier. Gerät so ein bisschen ins Hinter ins Hinterstübchen. Wenn äh, die Liga da ist, also eine Woche Liga, ist dann auch, ist auch, glaube ich, dann für, ein, für die Passspieler ähm, so ein bisschen komisch. Man konzentriert sich so ein bisschen auf die Liga, man macht kaum noch was im Pass hier, außer dass man im Pass vielleicht seine Klankriegsangriffe macht, um da die 15 Sterne zu machen. Aber ich mache hier in jedem Fall die Sterne in dem Dorf hier. Hau jetzt gleich noch mal eine armee raus und dann machen wir das eigentlich was ich mit euch machen wollte denn es gibt ja im pass eine ganz ganz komische ja was 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 heißt eine komische geschichte es gibt hier etwas zu tun und zwar mit den heilern mit den heilern auf rathaus 8 habe ich da keine richtige idee ich habe keine richtige idee hier auf rathaus 8 wie wir drei heiler einsetzen können aber ich habe eine idee wie wir das machen können ich mache mal kurz einen kurzen cut und dann lasst euch mal überraschen was man hier so machen kann mit Only die Heiler und ein paar Magier, glaube ich. Okay, Freunde, ich habe die Armee beisammen und ihr seht das ja so ein bisschen hier. Ich habe hier äh, so ein bisschen Passarmee mal äh, zusammengestellt, denn ähm, es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich von Rathaus 12 bis Rathaus 6 runter. Ab Rathaus 6 gibt es ja die Heiler. Wer und wie man sie einsetzt. Also, ich setze hier auch wirklich äh, mit meinen äh, 6er, 7er, 8er Accounts echt wenig ein. Mit dem 9er geht es dann schon. 10, 11 und 12 ist dann schon etwas üblicher. So will ich das mal sagen. Ich gucke mal, ob ich hier in die Mauer komme. Die Mauerbrecher gehen ja immer. Auf eine Mauer, wenn dahinter noch ein Gebäude ist, das müsst ihr euch auch so ein bisschen merken. Und dann können wir hier, ja, <laughs> ich, ich muss es echt mal so sagen. Ähm, ich gehe hier mit den, mit den Magiern und mit den Heilern hier rein. Äh, das ist eine Funny-Armee. Die habe ich schon mal im Rathaus, ich glaube, die habe ich schon mal in einer anderen Rathausstufe gecheckt hier. Und äh, wir nehmen den Packer immer noch nicht mit. Hier nehmen wir mal. Ah, dass die da reinkommen, die Mauerbrecher. Ich hatte jetzt zehn Stück dabei. Dass die hier wenigstens so ein bisschen reingehen. Und... Ah, okay, wenn die allerdings auch ohne Heiler sind, dann wird es auch ziemlich schwierig hier in solche Bases zu kommen. Aber die gehen jetzt, oh, die gehen jetzt auch mein King rüber. Ah ja, das ist nicht gut. Der geht jetzt außen rum und die hier in der Mitte sind jetzt hoffnungslos verloren und holen mir hier sicherlich nichts mehr außer. Ich heile sie nochmal durch und könnte jetzt noch einen Packer setzen. Aber die Heiler haben jetzt geschwenkt. Okay. Die Heiler haben geschwenkt auf den King. Das ist natürlich nicht so gut. Und wir müssen hier ja irgendwie gewinnen. sonst Stern oder zwei, keine Ahnung. Oder halt das Dunkle. Das Dunkle tut mir auch noch ein bisschen gut, weil ich ja noch meine Walküren... Hier auf 2 ziehen muss. Ich müsste aber schon ein bisschen, ich müsste schon genug Gold haben. 41%, der King ist noch dabei. Und ein paar Barbaren. Okay, das ist eine ganz enge Kiste. Denn der King, sonst muss ich gleich doch meine Klarburg nutzen, dass ich hier, dass ich hier wenigstens den einen Stern noch, noch reinhole. Der schafft das da. 46% 4. Boah, 4 Stück, scheiße. Naja, ich nehme dir mal. Egal. Egal, für die 4% nehme ich den. Ich wollte das Ding jetzt nicht verlieren, denn es ist schon höllisch schwer, hier im Rathaus 8 Bereich überhaupt diese ganzen ähm, Challenges zu, äh, zu spielen für den, für den Pass hier. Wenn es darum geht, nehme mal ein paar Heiler und hau mal ein paar Helden um. Vor allen Dingen, es gibt ja dieses Ding, wo du 1000... Ähm, 1000, nicht, nicht 1000 Helden, sondern 1000 Helden Level runterballern muss Und als Rathaus 8 ist das nicht ganz so einfach, als 7er auch nicht. Als 9er, 10er, 11er, 12er geht das da schon. Da hast du auch ein bisschen mehr Helden im Feld, aber hier hast du in der Regel nur einen King, wenn überhaupt. Und dann zieht sich das Ganze hier. Aber wir haben jetzt schon 60%. Mal sehen, wie weit dort mein max geht. Der war jetzt Maxer in der Clanburg. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Tage. Ich fordere hier auch nur alle Jubeljahre mal an. Ich bin hier nicht in der Liga und ähm, kann eigentlich so ein bisschen tun und lassen, was ich will. Spende hier meine Truppen. Schaffe also auch mit dem Rathaus er hier so ein bisschen was im im Pass. Oh, wo will? Ich weiß nicht, warum der jetzt der hätte jetzt auch weitergehen können. Das war doch nur Millimeterarbeit, dass der doch noch durch die Mauer will. Aber meine Zeit ist auch um. Okay. Aber meine Zeit ist auch um. Das ist aber nicht so schlimm. Ich fordere hier noch mal an. Ähm, egal, Gift nehmen wir hier mal mit. Wir haben jetzt knapp 2,9 auf unserem Konto, also ein bisschen was geht mit Gold. Ich glaube, mit den Heilern geht etwas besser. Ähm, halt, ich habe hier keine Mauerbrecher nachgebaut. 9,10. Ich glaube, mit den Heilern gehen Riesen ganz gut. Ich glaube, es gehen Riesen ganz gut. Dann nehmen wir auch mal nur vier Heiler mit. Wir nehmen hier ein paar Magier noch mit da rein, ein paar Mauerbrecher. Sieben brauchen wir sicherlich nicht. Eins, zwei, und was können wir denn eigentlich noch mitnehmen? Wir haben jetzt noch 40 Platz zu vergeben. Wir nehmen ein paar Hugs mit. Wir nehmen ein paar Hugs mit. Das sind immerhin acht Stück. Und dann haben wir zwei Wut, ein Heil. Ja, so machen wir das mal. Die andere Armee haue ich jetzt gleich mal raus. Also es ist es schon sehr, sehr schwierig, finde ich, hier als kleineres Rathaus in den Pass reinzuspielen. Okay, den Tag habe ich jetzt gerade so gerettet, aber ich bin ja auch einen Tag hinter. Also ich habe hier einen Tag oder zwei Tage überhaupt keinen Pass gespielt. Und so ein bisschen müssen wir in jedem Fall. Noch machen hier. Jetzt haben wir erst einstellen mit den Heilern gemacht. Das ist natürlich echt mau. Ähm, aber dieses Ding hier meinte ich eigentlich: ich besiege im Mehrspielerkämpfen Helden im Wert von 1000 Leveln. Das ist echt für einen Achter. Ja, da wisst ihr, wie viel Mal ihr einen 10 King umhauen könnt oder so, weil auf eine Queen und King triffst du eher selten. Ähm, also das wird schon dauern. Und, aber das Ganze, ja haben 23 Tage Zeit dafür. In 23 Tagen, denke ich mal, können wir sowas machen. Ich finde schon echt happig. Ähm, hier haben wir natürlich jetzt ein bisschen was drin. Ähm, Ziel ist eigentlich, dass wir ähm, hier dann irgendwann unsere Walküren leveln können. Ich gucke mal gerade, was kosten die? 50.000. Das können wir in jedem Fall, denke ich, dann anstoßen in einen Tag, vier Stunden. Und ein bisschen habe ich noch in der Schatzkammer. Ihr seht aber auch unheimlich viel Elex über. Vielleicht mache ich dann auch erst wieder eine Elex-Truppe. Denn ähm, meine, jetzt muss ich mal eben gucken, ah, Forschung. Wo ist meine Forschung hier? Habe ich jetzt gerade mein Labor gekillt oder was? Ich, ich finde mein Labor gerade nicht. Gibt es doch gar nicht. Leute. Ach, da oben ist es. Ach, da oben. Ich könnte natürlich. Ah, okay. Ich kann die Heiler auch noch mal verbessern. Okay, die gehen noch mal einen hoch. Ähm, drei Tage nur. 1500 ist auch nicht teuer. Drei Tage. Vielleicht machen wir die mal zwischendurch und machen dann doch mal ein bisschen mehr mit den Heilern und mit Rathaus 8. Äh, Truppen, was man so machen kann, Farm oder auch CK, also kurzer Cut, bis ich hier Truppen habe und dann machen wir den nächsten Angriff. Oh oh, noch Angriffe offen, denkt an die Konsequenzen, Leute, die Sterne brauchen wir. Das war vor 14 Minuten, äh, 15 Angriffe, mehr geht hier leider ja gar nicht. Okay, und es hat noch eine, ein, ein einziger angegriffen, zwei, Sandra nochmal. Also ich muss sagen, die CWL hier geht mir, oder die SC CWL, Geht mir hier ein bisschen am Popo lang, denn ähm, ich spiele ja nicht mit. Also, einmal war ich denn schon, schon dabei, aber bei der 15er hier, da spielen dann eher die schlechten 8er und die schlechten 9er und nicht die guten 8er und die guten 9er. Zwinker, zwinker. Okay, wir gehen hier rein in den nächsten Angriff. Also, ich habe noch mal die Heiler dabei, aber danach haben wir in jedem Fall die Riesen am Start und wollen hier ja noch so ein bisschen Gold farmen. Das bleibt nicht ganz aus hier, deswegen habe ich das heute mal für euch aufgenommen. Also diese Accounts, die habe ich nicht in ganz nicht in Vergessenheit oder so. Nur übertreibe ich es mit denen auch nicht, denn wenn die einmal ihre Lager voll haben, gerade wenn Passende ist und so die Lager überlaufen, dann habe ich doch eine längere Phase, wo ich eher hier ganz ganz wenig mache, weil das dann 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 ist das auch so ein bisschen so ein Selbstläufer. Oh, da hätte ich jetzt gerade zwei Helden machen können. Aber auch nur zwei Helden. Und hier können wir aber immerhin einen Helden machen. Okay, dann machen wir hier mal einen Helden. Einmal, zweimal da. Und dann gehen wir hier mit den ganz, ganz vielen Magiern rein. Die Heiler hier immer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beziehungsweise 1, 2, 1, 2. Meine Mauerbrecher verrecken da natürlich. Ja, super Sache. Okay, Toto, aber die nächsten Mauerbrecher müssten doch jetzt mal. Wenigstens da so ein bisschen durchgehen. Was habe ich in der Clanbuch Oh shit. Oh, scheiße. Ein Drachen und ein Lohn, okay. Hier muss ich jetzt doch mal durchheilen. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass ich da einen Drachen und Lohn drin habe. Aber ist ein bisschen dusselig. Aber wir können hier wieder einen Stern, glaube ich, mitnehmen. Also, ihr seht das hier, es ist echt schleppend. Die Armee ist doch nicht so gut. Ich denke mal, mit, mit, Riesen und Heiler ist das etwas effektiver. Im Rathaus 7 Bereich, komischerweise, habe ich genau mit dieser Armee echt viel gerissen. Jetzt habe ich die Magie hier schon auf 5. Und, ähm aber die heile halt noch auf zwei, ja. Nur ähm, im Rathaus 7 Bereich kann ich euch das nur empfehlen. Greift ruhig so an, ihr habt hier genau die gleiche Truppenanzahl wie ich hier als Rathaus 8er, also 200, wenn ihr die Lager ausgebaut habt und damit konnte ich eigentlich viel viel mehr reißen. Also auf Rathaus 8 ist sie dann noch nicht so zu empfehlen. Dann nehmen wir doch lieber ein paar Riesen, glaube ich, davor, also ein paar Tanks, die dann geheilt werden und mit äh, der richtigen clanbuch dann, ich hatte es jetzt eben nicht gesehen, ich, ich fordere aber auch immer egal. Von daher ist das schon nett, dass ich überhaupt was drin habe. Denn ähm, auch hier ist mir das hm. eigentlich egal, aber ich, es, es gibt jetzt wen, wenig Gefahr für die Heiler. Und guck mal, wie lange die Magier hier schon überleben. Das ist echt schon lange, weil die Luftabwehr noch nicht an meine Heiler kommen. Aber hier jetzt der Bogenschützenturm, okay. Das war es jetzt aber auch, okay, das war es auch, die machen jetzt keinen einzigen Stern mehr, die Heiler und das war eher mau, muss ich sagen, ich glaube mit den Riesen sind wir etwas besser bedient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Riesen, was habe ich hier ausgebildet, Vier von denen, ganz ganz viele von denen, ich gucke mal gerade wie viel eigentlich, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wir hatten ein paar Hocks am Start, ein paar Hocks am Start, sieben, einmal den, einmal den und dann immer, glaube ich, zwei. Nee, zwei Heil, ein Wut, ne? Zwei Heil, ein Wut. Ein Gift dort. Da haben wir den Gift nicht genommen. Okay, dann kommt das jetzt mal wieder nach. Also diese Fliege, die geht mir so auf den Sack. Fresse ich gleich erstmal. Und dann nehmen wir hier nochmal den einen Heil für unsere Hock, für unsere Hocks mit rein. Und ähm, ja, so kann, man's, so kann es eigentlich geschehen. Wie hat der Kleine abgeschnitten? Ich gucke mal eben, 35-19 verloren. Das, <laughs> die, die haben noch nicht mal alle Angriffe gemacht, okay. Aber ich denke mal, die waren auch ganz hier oben. Ja, die waren ganz, ganz oben. In äh, welcher Liga spielen wir hier? Gold äh, 1. Ja, Gold Liga 1. Naja, egal. Ich bin jetzt, glaube ich, eben nach wie vor nicht mit dabei. Ich gucke mal gerade. Ich bin, glaube ich, Kriegszuschauer oder bin ich mit dabei? Nein, ich bin nicht mit dabei. Ähm, da ist dann eher der Kesko mit dabei hier als ähm, Rathaus 9. Ja, das ist schon ein bisschen besser als meine, meine kleine Rat rathaus Base. Und gegen den ersten musst du hier alles auffahren. Denn Cristiano Ronaldo, also die Fliege, die ist ein echt nervig. Ich habe heute schon eine gefressen und die, ist, die sitzt jetzt gerade vor dem Mikro. Ich, kann man das sehen? Die kann man nicht sehen. Ne? Oh, die nervt mir heute schon einen halben Tag. Gegen Cristiano Ronaldo müssen wir noch mal alles auffahren und... Ähm, ich mache einen kurzen Cut, um die Fliege hier zu töten. Jo, und wieder nebenbei so ein paar kleinere Absprachen getroffen. Hier denn am 14., 15., äh eher am 14., wo wir mal gerade, das müsste eigentlich ein Montag, Dienstag sein, am 15. streame ich ein All-Stars-Turnier. Deutschland gegen die Niederlande, also die Niederlande haben, habt ihr sicherlich mitbekommen, auch sowas ähnliches wie wir. So ein Pendant zur GML und dort möchte man sich ganz gerne mal wieder betteln. Finde ich auch ganz gut. Es wird dort in mehreren Schichten gestreamt. Das habe ich jetzt mittlerweile mitbekommen. Auch die Niederländer streamen das Ganze. Und ich glaube, der Noobs ist mit dem Boot. Oh, die können, wir mal, die können wir mal machen hier. Und meine Wenigkeit und wir wollen das Ganze auch für euch so ein bisschen festhalten. Sind da aber noch nicht zeitenmäßig ganz so einig. Kriegen wir aber sicherlich hin. Ich bin da zuversichtlich, dass wir das irgendwie gebacken bekommen. Und ich muss jetzt allerdings meine Heile hier rausgebacken bekommen. Okay, die Heile habe ich da raus. Und äh, ich gucke jetzt noch mal, was ich in der Clanburg habe. Meine Mauerbrecher gehen da durch. Ich habe wieder einen Packer dabei. Der ist cool. Und ich habe jetzt auch nur noch, echt, echt nur noch 8 Hocks. Ja, okay, ich habe nur noch 8 Hocks. Da müssen wir eben mal den King hier, glaube ich, ein bisschen frosten. Und meine. Riesen müssen ja allerdings jetzt richtig du gut durchgehen mit dem Packer am besten. Ist dann noch etwas, was Magier heißt? Nein, da ist nichts mehr, was Magier heißt. Dann nehmen wir hier die Hockrider Rider einmal mit rein. Ich habe jetzt noch einen Heilzauber. Das ist echt ein bisschen mau. Also, ich glaube, ich muss mir doch noch mal so ein bisschen mehr Gedanken um diese, um diese Armee machen hier. Ähm, hier heilen wir einmal durch. Und ähm, dass das auch mal drei Sterne werden. Aber es ist auch wieder nur ein King geworden. Mit so ein paar Trefferpunkten bzw. Helden leveln und das dauert richtig, richtig lange. Aber ich glaube, den Loot haben wir schon mal ganz nett reingeholt. Unser Päcker da in der Mitte ist auch noch am Leben. King ist noch außen. Aber meine Hocks sind schon weggestorben und wir kriegen das Rathaus nicht. Also keine zwei Sterne. Aber wir nehmen noch den einen oder anderen Punkt hier mit 62%. Vielleicht kriegen wir wenigstens noch den. Den Tagesbonus beziehungsweise den Liga-Bonus voll. Bei 70 Prozent gibt es den Liga-Bonus. Und äh, wird das was? 65. Da ist aber auch noch, auch noch ein Magier hier unten. Der kann auch ein Lager machen. Schafft er jetzt auch gerade so. Und meine Riesen, ah, okay, meine Riesen, die werden da zwar jetzt noch ein bisschen Mauer machen. Hier hinten ist noch ein Bogenschützin. Eine Bogenschützin. Wenn die aber dann weitergeht, die wird jetzt gleich hierhin weitergehen. Und bekommt dann von der Kanone unten den ersten Beschuss. Aber ich denke mal, das werden keine 70%, Prozent, Leute. Das werden leider keine 70%, Prozent, aber na, schon mal. Ich glaube, das ist schon mal eine etwas, etwas bessere Armee. Etwas klein bessere Armee. Hier haben wir auch wieder 2, 2, 2. Ja, so können wir es machen. Und ähm, ich wollte es nur nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass wir hier ja auch noch ein bisschen Pass spielen müssen. Ähm, das habe ich allerdings jetzt schon geschafft. 40 mal eine Goldmine, okay. Aber 70 Level erster. Das ist. Boah. Das ist echt der Hammer. Okay, gespendete Truppen gehen noch, Heiler geht noch. Ich werde sicherlich noch eine zweite Sache anstoßen, aber äh, schon heavy hier muss ich mal so sagen. Also pass in den unteren, in den unteren Leveln hier Rathaus acht ähm, und Rathaus sieben ist schon nicht ganz vom Pappe finde ich aber auch ganz gut es gibt halt manchmal ein paar Spiele die sind so für die oberen Regionen so, so ein bisschen besser und sind für die unteren eher schlecht aber es gibt auch ähm, Sachen die sind für die obere Region also wo die dann in der Liga bis Titan Legende nicht ganz so schick ähm, wo du dann aber sagst okay die anderen Spiele die mache ich ganz ganz locker und deswegen finde ich im Moment ist der Pass eigentlich eine ganz gelungene Mischung hier was es wenn es darum geht so ein paar Spiele zu machen die letzten Spiele sind ja heute erst gekommen und die nächsten kommen auch erst in sechs Tagen. Also wir haben Zeit genug. Mal sehen, wo wir dann stehen. Ich hoffe, ihr bleibt am Kanal dran. Es würde mich in jedem Fall freuen, wenn ich die auch noch Erfolg kriege hier. Und äh, dann sehen wir uns ähm, heute Abend fresh im Stream und am Donnerstag, Freitag ganz normal mit YouTube folgen. Ich hoffe, das gefällt euch nach wie vor, dass ich so ein bisschen auch mit meinem Kanal hier bei bleibe. auch wenn es so ein bisschen, bisschen verschiedene Rato-Stufen sind. Aber ich bin in jedem Fall bei Clash of Clans dabei. Bis dahin. Heute tut Echt.